2 Jahre im Business. Chris Cohn startet das Jahr 2006 mit seiner bis dato größten Challenge. Bei ROE Over the Top traf er auf den Kanadier Joe E. Legend. Aus dem Vatikan. Six-Man Tag Team Kampf gesehen. Wir haben jetzt den Segen vom Kardinal und das ist natürlich der Dank von Joey Legend hinterher. Wir sind jetzt im eigentlichen Main Event, im Hauptkampf des Main Show, sagen wir mal so. Main Show. Wer glaubte, es war eine reine Lehrstunde, hatte sich getäuscht. Chris Cohn verlangte dem Mann aus Toronto alles ab. Doch schlussendlich war die Erfahrung der ausschlaggebende Punkt. Und der Kardinal musste hier eine Niederlage einstecken. Cool. Vom Top Rope jetzt auf der Ecke. Big Body Dive. Oh, und der landet da. Wir also sind in der Absperrung. Die wir auch auffangen können, glaube ich. Die gewonnen, seit wir das letzte Mal gesehen haben. Sit down, Powerbomb. Der Electric Chair Drop gewesen oder sowas. Und oh, Hospital Job! Hospital Job! Das war auch Stirn. 1, 2, 3 und das war's. Joey Legend verteidigt den PPV-Title. Den Cardinal Cohn. Und zum Schluss sahen wir Chris Cohn, den Kardinal, noch ein bisschen out of character. Er half Hate im Match gegen den Iceman und befreite ihn vom Stacheldraht im Styrum Bull Rope Match. Hate, da ist Kardinal Cohn! Das ist Kardinal Cohn! Oh mein Gott, das ist mit dem Alukoffer! Ja, der sagt das, ja. Stacheldraht, der gehört vielleicht um den Kopf herum, aber nicht um den Hals. Ja, genau. Und das ist natürlich sehr ungünstig, was der Eismann hier gemacht hat. Und obwohl Hate hier I Hate God auf dem Bauch stehen hat, kommt Kardinal Cohn aus dem Titel. Das ist doch, ja. Der 30. September 2006, ein Highlight in der Karriere von Chris Cohn, dem Kardinal. Das Finale des King of Europe Turniers fand bei ROE Ironman im Kulturzentrum Eisenstadt statt. Ein Four Corners Elimination Match mit Ares, Johnny Storm, Baron von Hagen und eben Kardinal Cohn. Natürlich neu, extra des Kardinals neues Gewand. Ja, wobei man sagen muss, final. Die Amtsperiode des Kardinals, die läuft aus. Die läuft aus, ja. Ja, ob er dieses Kostüm bei der nächsten Show auch noch tragen will, das frage ich. Ich muss sagen, sehr viele Folgen im Dienste des Herrn hat das Kardinal Cohn nicht gehabt. Insgesamt gesehen bei Rings of Europe. Viele gegen den Wind, klar, an den Mann aus Miami. Ja, klar, also. Höhepunkt in dem Sargmensch. Noch einmal. Muss ich da, glaube ich, was anderes einfallen lassen, der Kardinal. Oh, Lariat vom Baron von Hagen. Mit Leichtigkeit hebt den aus. In diesem Match ging es heiß zur Sache. Man schenkte sich nichts. Jeder wollte der erste King of Europe werden. Ja, natürlich. Ah, der Kardinal braucht, glaube ich, ein Falschmuss, oder? Hey! Yeah! Ganz klug gemacht, strategisch. 1, 3, jawohl! Also perfekter geht dieser christlich-bürokratische Plan gar nicht mehr. Also das. Ja, mit unfairen Mitteln konnte der Kardinal seinen Kontrahenten Baron von Hagen eliminieren. Doch aus dem Gewinn des King of Europe Titels wurde nichts. Der Kardinal schied als nächster aus. Ares eliminierte den Geistlichen. Erich in Sachsen. Ja, genau.
Slingshot-Suplex, oder? Nein, Ares hat eingegriffen und außen hält das Beinfest. Das war's. Also spätestens jetzt wird es einen enormen Twist geben zwischen Ares und Cardinal Cole. Ja, aber das ist für dieses Match jetzt irrelevant, der Kardinal muss raus. Im Oktober 2006 bei der größten ROE-Veranstaltung der Halloween Night war es dann soweit. Chris Cole teilte dem Management mit, dass er das Kardinalsamt ablegen möchte. Applaus, diesen Applaus einholen vom Publikum. Das hat er das nötig, der Mann Gottes, der Vertreter der Kirche? Die Frage wurde ihm gestellt. Nein. Ja, da haben sie es. Sie haben recht. Und das Ganze wurde dann in einem Live-Segment dem Publikum mitgeteilt. Unser Ringsprecher Rob the Steamhammer fragte dann den Kardinal, wollen Sie weitere 2 Jahre dieses Amt innehaben? Chris Cole sagte nein. Er legte das Kardinalsamt ab. Es kam zu einem Tag-Team-Match. Chris Cole und sein Partner, ein Überraschungsgast, der Mann, der mit Chris Cole eine lange Fehde hatte, Vin. Und sie trafen auf Absolute Andy und den Lord of Doom, Stephen Kane. Sehen Sie es? Das hat jetzt der Kameramann leider nicht drinnen. Leider. Aber offensichtlich hat ihn der Chris Cole wieder. Vin schafft hier einen Enzo Girde vom Boden gegen Absolute Andy und schafft er es nun zu seiner Ecke, zu seinem Partner das Chris sieht Cole. Das schon danach ja, aus und das Chris Cole ist im Ring. Cole ist im Ring und räumt hier erstmal kräftig auf. Clothesline gegen Absolute Andy, Elbow gegen Kane, noch eine Clothesline, Scoopslam gegen Andy, erneuter Scoopslam gegen Stephen Kane. Ja. Jetzt Kniestöße gegen Stephen Kane. Was ist jetzt? Double Team. Oh, Herrn Leg Assisted Clothesline mit Schoolboy. Und das war's. Das war's. Das ist unglaublich. War das Cardinal Cole oder Chris Cole's Clothesline from Heaven? Und als man glaubte, dass Vin und Chris Cole nach diesem fulminanten Sieg nun eine Freundschaft schlossen, der hatte sich getäuscht. Ja. Oh Gott, Cole. Ja, weil er für sich alleine kämpft. Ganz einfach. Und das werden wir wahrscheinlich in der Rumble auch sehen heute. Ja. Cole, der den einsamen Wolf Vin hier nieder. Ich habe jetzt gewonnen. Ihr seid alle unter einem Hut. Ich hätte einen Nasenbär. Alter, du rassier dich mal, Alter. Hey, ich hätte ohne Krieg Wind ich eine Trophäe. Aber. Trophäe? Marc, hey, jetzt sagt eigentlich was zu dem richtigen Rumble. Ich wäre dafür, dass Marc jetzt einen Gürtel einführt und mich drum kämpfen lässt. Eigentlich ja, mich, weil ich hab Johnny Sums. Ich gewinne den Rumble. Krieg ich da auch Geld, Marc? Extra Geld? Über den Herbst hinweg bis ins Frühjahr 2007 machte Chris Cole eine Rings of Europe Auszeit. Er ging ins Ausland, wrestelte vornehmlich in Deutschland, wollte sich dort einen Namen machen und gewann auch seine ersten Titel. Eine Frage, die ein bisschen makaber ist, glaube ich, auch sein Schwert einsetzen, dieses Samurai-Schwert. Gehört das doch zu den Gegenständen, die hier ausgeklammert sind? Naja, ich hoffe, es kommt nicht zum Einsatz, ehrlich gesagt. Weil es eine Mordwaffe ist wahrscheinlich, oder? Deswegen. Also Mordwaffen, glaube ich, sind hier nicht erlaubt. Ja, das... Auch keine Pistole wahrscheinlich. Er kam zurück im Frühjahr 2007 zur Third Anniversary Show in Ternitz und traf dort in einem harten Three-Way Dance, No DQ, Falls Count Anywhere, auf Lexus und den Lord of Doom, Stephen Kane. Also hier wird es keine Allianzen geben. Oder nur kurzfristig. Ja, wir sehen hier. Nein, anscheinend doch. Doch, Cole und Kane attackieren hier gleich zu Anfang Lexus. Das ist ja nicht nur.
Aber wenn ich mir jetzt so überlege, die History hat ja gezeigt, dass einmal Stephen Kane und Chris Cole sich gar nicht so gut vertragen, denn sie hatten ja mal ein Tag Team Match gegeneinander. Ja, das ist Michael Kovac. Michael Kovac. Auch wenn wir gerade beim Thema GSW sind. Trinkt hier gemütlich ein Bier, aber das wird ihm von Kane entrissen. Kane nimmt jetzt die Bierdose von Michael. Einen Schluck. Lässt Cole auch einen Schluck, aber ich glaube, dem schmeckt das Bier gar nicht. Also das ist abartig. Das ist abartig. Oh, jetzt greift der Michael Kovac ein. Was macht... Cole Elbow Drop. Wahnsinn. Da ist Lexus. Erinnert mich ein bisschen an damals in die Zeit, wo bei WCW Dustin Rhodes auf einem Truck gegen den Blacktop Bully kämpfte, aber das gehört nicht hierher jetzt. Ja. Lexus will den Piledriver zeigen. Wow, also wenn er den Piledriver ansetzt, dann ist es lights out. Dann war's. Und kümmert sich jetzt wieder um Chris Cole. Die Sprossenwand, Wahnsinn. Hart gegen die Sprossenwand. Und jeder, der schon mal im Turnunterricht ein wenig Basketball gespielt hat, weiß, wie hart solche Sprossenwände sind. In diesem Match zeigte Chris Cole bereits, aus welchem Holz er geschnitzt war. Lexus und auch der Lord of Doom, Stephen Kane, hatten alle Hände voll zu tun. Chris Cole schaffte es und besiegte den Lord of Doom und war der strahlende Gewinner dieses Three-Way Dances. Was zeigt jetzt Chris Korn? Falcon Arrow. Falcon Arrow 1, 2, 3. Und jetzt war es. Also das gut, war's. Das war klar. Das war klar. Korn gewinnt nach dem Falcon Arrow. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung. Vielleicht mit viel Impact. Ende Mai gastierte Rings of Europe in der Sporthalle Mödling. Chris Korn traf an diesem Abend auf seinen Lehrmeister, auf seinen Mentor, Mr. Tattoo, Hubert Fritz. Gibt es wirklich drauf, haben wir also schon auf dem Weg nach offensichtlich dieser... Ja, scheinbar. Avoids any modern transportation. Ja. Geht er zu Fuß oder ja, wie der Jakobsweg. Der Jakobsweg zu Rings of Europe. Ja. Chris Korn. Headlock fest, während beide wieder auf die Beine kommen. Mr. Tattoo will ihn hier ausheben, Chris Korn macht sich schwer. Oh mein Gott! Haben Sie diese Kraft gesehen von Mr. Tattoo, der den 105 Kilo-Mann Chris Cole Raw Power wegschleudert, also wie einen Sack Erdäpfeln. In diesem Match sah man bereits den Wandel von Chris Cole. Natürlich hatte er nicht nur körperlich aufgebaut, aber auch einiges in 3 Jahren an Erfahrung gesammelt. Chris Cole konnte seinen Lehrmeister, seinen Mentor, Mr. Tattoo Hubert Fritz, an diesem Abend besiegen. Und wenn man so will, war es eine Übergabe der Fackel an die nächste Generation hier im österreichischen Pro Wrestling. Chris Cole? Aufs zweite Seil. Und Diving Headbutt. Diving Headbutt in die Rippengegend von Mr. Tattoo. Ist auch hart, diese Brustgegend von Mr. Tattoo. Also. Und zeigt er STO. STO. Und das muss es gewesen sein. Das muss das Cover gewesen sein. Bewegt ihn noch. Da zählt Martin Müller durch. Und das Cole war natürlich ein glücklicher Sieg, denn er hat auch noch die Beine benutzt. Cole mit einem illegalen Pin verstärkt hier die Hebelwirkung, indem er seine Füße auf das zweite Seil legt. Cocky, selbstbewusst und ein bisschen überheblich. Bei der Saturday Night Rumble schloss sich Chris Cole der Swiss Money Holding an. Drei Jungen. Chris Cole! Chris Cole! John im Swiss Money Holding Look. Ja, aber scheinbar. Ohne Krawatte. Er deutet hier an, scheinbar. Ja, er deutet an, dass er sein Geld in der Schweiz angelegt hat. Aber was hat er denn alles da mitgebracht? Oh, das ist Nestine. Wow. Er hat einfach ein kleines Kind. 6 Jahre lang hat er es umgehaut, das wäre dann schon... Das hätte wohl etwas lange gedauert. Nein, ein 6 Jahre altes Kind hat er umgestoßen. Six-Man Tag Team Action, Chris Cole und die Swiss Money Holding gegen Air to Style, Daniel Haas und Diego Latino. Was macht er? Jetzt was für die Galerie, vor? Das ist was für die Galerie. Oh, Fehler! Fehler von der Swiss Money Holding. Die jungen Rookies haben sich da befreit. Ja, Chris Cole erwischt ihn in sein eigenes Team. Oh, da fängt er ihn ab. Oh. Cole hat ihn.
Ein herrlicher ein Spinning Uranagi Slam. Erdo-Style kommt nochmal raus aus dieser Aktion. Hätte ich jetzt fast nicht erwartet. Der ist da aus, da wird mit die Luft geraubt. Also, ich glaube, der Erdo-Style ist der Beginn auf der einen für den jungen Schweizer aus Bern. Nein! Geht er noch? Vielleicht zeigt er einen Reverse? Victory Roll? Nein! Oh, Reverse Hurricane Runner? Hurricane Runner. Die Youngsters gaben alles, doch zum Schluss war es Chris Cole und die Swiss Money Holding, die als Sieger dieses Six-Man-Tag-Team-Matches hervorgingen. 2006 war es. So ist es. Vor geraumer Zeit stand die Kardinalwahl an. Und 2006 hat er das Amt abgelehnt. Ja. Chris Cole, damals noch Kardinal Cole, hat die Wiederwahl nicht angenommen. Will überhaupt nichts mehr wissen von der Kirche. Will nichts mehr von der Kirche wissen. Überhaupt nicht mehr. Geht auch nicht mehr in die Kirche. Nein, ist ausgetreten. Ja. Zahlt keine Kirchensteuern mehr, dieser böse, böse Sünder. Ist jetzt Atheist, was ich weiß. Im März 2008 stieg Chris Cole noch einmal beim großen Finale von Rings of Europe in den Ring. Diesmal in einem Miniturnier. Wieder ging es um den vakanten King of Europe Title. Und es war das Match des Ex-Kardinals gegen den neuen Kardinal. Chris Cole gegen Kardinal Karol II. Also die zwei Leute sind, die den Kardinaltitel inne haben und früher inne hatten. Ja, Ex-Kardinal gegen Kardinal. Ist das klar für den Sieger? Also zu lange hier in diesem Match gehen. Oh, Double Clothesline. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Ein Mann hat jetzt bereits genug verschnauft seit Ares, der sitzt bereits in der Kabine. Mit der Unterstützung des Publikums konnte Chris Kohlen den Kardinal besiegen und zog in das Finale ein, in das Four Corners Elimination Match, wo es noch einmal um den King of Europe Titel ging. Oh ja, Suplex gekontert, oh oh, mit einem Eselstritt und oh, Falcon Arrow. Falcon Arrow, schnell gezogen, eins. Zwei, drei. Hat er hier die linke Hand auf der Hose gehabt? Ich glaube, da hat er ihn noch mit den Tights ein bisschen. Aber sehen Sie, wie langsam Tassillon gezählt hat? Chris Cole bildete eine Allianz mit Joey Legend gegen Steve Douglas und Ares. Und es war ein Kampf für die Geschichtsbücher. Ich glaube, Chris Cole kommt jetzt gemeinsam mit Joey Legend raus. Joey Legend, das hat jetzt eher ein Tag-Team-Charakter, das Match, oder? Das hat eher Tag-Team-Charakter, das sieht auf einmal. Oh! Los, okay. Geht schon los! Jumpstart! Homungus auch noch dabei! Oh! Haben Sie diesen Schlag ja, gehört, haben gehört von Legend? Wahnsinn! Jetzt Douglas bearbeitet. Oh ja, also wir brauchen hier wirklich eine Chris Cole, absolut gute Kameraführung. Wir hoffen, dass wir hier alles reinkriegen. Ansonsten gibt es Slow Motion, Double Feature. Cool, Einsatz von einem Stuhl. Oh! Alles erlaubt. Oh, auch gegen Homungus! Auch Homungus bekommt den Stuhl zu spüren. Der hat es sich auch redlichst verdient, meiner Meinung nach. Ehrenplatz und Homungus, der weiß überhaupt nicht, was ihm geschieht. Oh, noch Douglas wieder vom Sessel Clothesline. Clothesline. Und Homungus, sehen Sie? Homungus kann es nicht fassen. Und jetzt bekommt er auch einen Tritt ab. Ja. Chris Cole wurde von Ares und Steve Douglas eliminiert und es wurde leider nichts mit dem großen Titelgewinn von Chris Cole bei der letzten ROE-Veranstaltung. Chris Cole ist out. Schweizer Bombe voll auf Chris Cole. Ja. Und Douglas mit dem Cover 1, 2, 3. Und Homungus hält Legend weg. Und sehen Sie das? Wie schnell der Freak. Ich habe nur gesehen, dass Homungus geschickt. In der nächsten Ausgabe von Controversy TV bringen wir euch die Rückkehr von Rings of Europe und auch Chris Cole. Wrestle Clash 20 2018. 10 Jahre Pause Rings of Europe. Seid dabei. Chris Cole ist zurück und wir freuen uns.